Russlands größte Ressource sind seine Männer. Aber diese Ressource zählen sie nicht. Sie haben sie noch nie gezählt in ihrer Militärgeschichte. Und tun es bis heute nicht. Ein Soldat erzählt uns, wie die Russen in Bachmut ihre Taktik geändert haben. Tagsüber nimmt die Artillerie die Stadt unter Dauerbeschuss und nachts feuern sie aus der Luft. Sie wollen den Druck an den Flanken von Bachmut erhöhen. Als sie Sjewerdonsk eingenommen haben, haben sie frontal angegriffen und alles zerstört, was auf ihrem Weg lag. Bachmut wollen sie einkesseln. Juri, der die Hölle von Sjewerdonsk miterlebt hat, bringt uns über die einzige halbwegs sichere Straße nach Bachmut. Es sind ununterbrochen Explosionen und Schüsse zu hören. Die Kämpfe haben die Wohngebiete erreicht. So hört sich Bachmut an. Die Mira-Straße oder Friedensstraße wurde von den Russen zerstört. Die Artilleriefeuer enden nie. Was fliegt wohin? Man weiß es nicht. In diese Richtung am Stadtrand gibt es sogar Nahkämpfe. Man hört Maschinengewehre. Die Russen wollen in die Stadt eindringen. Wer kontrolliert das Viertel am Ende der Straße? Es könnten sowohl Russen als auch die ukrainische Armee sein. Es wird um jedes einzelne Gebäude gekämpft. Bei unserem letzten Kampf hatten wir es mit 4 Truppen zu tun. Eine Schützentruppe, 2 Sturmtruppen und eine Rettungstruppe. Ihre Sturmtruppe muss ein Angriffsgebiet innerhalb von einer Stunde unter ihre Kontrolle bringen. Gelingt ihr das nicht in einer Stunde, setzt der Dauerbeschuss der Artillerie ein und die Soldaten, die noch da sind, haben Pech gehabt. Die Armeefahrzeuge fahren mit beängstigendem Tempo durch Bachmut, um den Kugeln zu entkommen. Dieses hier hatte kein Glück. Es hatte Verletzte von der Frontlinie transportiert, als es getroffen wurde. Habt ihr alles mitgenommen? Auf der zerbrochenen Frontscheibe klebt Blut. Die Insassen haben nicht überlebt. Die Soldaten sammeln die Sachen ihrer Kameraden ein und demontieren die Reifen. Ein wertvolles Gut bei dem ständigen Granatenhagel an der Frontlinie. Bachmut gleicht immer mehr einer Geisterstadt. Es gibt kaum noch Leben in den Straßen. Doch zu unserem Erstaunen sehen wir hier und da Zivilisten zwischen den zerstörten Gebäuden. Inmitten dieser schrecklichen Szenen hat ein Geschäft noch immer geöffnet. Guten Tag. Drinnen kommt man sich vor wie in einer Parallelwelt. Ein leuchtender Weihnachtsbaum und eine Verkäuferin, die Wechselgeld rausgibt. Nur die Kälte und die leeren Regale erinnern an die Realität des Krieges. Wir haben Eier und Brot natürlich. Freiwillige beliefern uns. Wir haben Streichhölzer, Kerzen und Hygieneprodukte. Dieses Geschäft in Bachmut hat 7000 potenzielle Kunden. Sie leben weiterhin in der Stadt, die vor dem Krieg 70.000 Einwohner zählte. Warum sind sie nicht gegangen? Sie können es sich scheinbar nicht einmal selbst erklären. Wie halten Sie diesen Dauerlärm aus? Haben Sie sich daran gewöhnt? Ja, wir haben uns daran gewöhnt. Das ist mein Zuhause. Ich will den Leuten weiterhin helfen, die hier geblieben sind. Die beiden jungen Frauen teilen das Mehl in 5-Kilo-Rationen auf. Ab morgen stehen die Bewohner für eine Gratis-Ration Schlange. Wir verteilen lebenswichtige Nahrungsmittel. Wir helfen den Leuten dabei, ihre Dokumente auszufüllen, damit sie Töpfe und Holz bekommen. Wir liefern auch Wasser, da es kein fließend Wasser gibt. Wir holen es selbst. Man sieht die Stadtbewohner auf dem Markt, der bis mittags geöffnet hat, und in den Unbesiegbarkeitszentren, die Essen verteilen. Sie versuchen, vor Dunkelheit zu Hause zu sein, denn am Nachmittag nimmt der Beschuss bereits merklich zu. Während unserer Gespräche mit Soldaten und Zivilisten hat der Beschuss kontinuierlich angedauert. In dieser Stadt geht es nicht nur ums nackte Überleben, sondern auch darum, bei diesem Dauerlärm nicht verrückt zu werden. Julia Klienko, Serhii Trischewski und Oleg Mostovi für TSN und 1+1 den Vereinten Nachrichten.